Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Die Debatte ist geschlossen und ich weise den Antrag 25a dem Justizausschuss zu. Wir gelangen zum Punkt 5 der Tagesordnung, ebenfalls eine erste Lesung. Antrag der Abgeordneten Magister Dr. Der nächste Antrag kommt ebenfalls von den NEOS und betrifft die Abschaffung der kalten Progression. Der Hintergrund dieser Forderung: während die Löhne jährlich steigen, bleiben die Tarifstufen für die Lohnstufen aber immer gleich. Dadurch rutschen jedes Jahr immer mehr Arbeitnehmer in höhere Tarifstufen. Diese steuerliche Mehrbelastung nennt man kalte Progression. Die NEOS fordern, dass die für die Berechnung der Einkommensteuer maßgeblichen Steuerstufen ab dem Jahr 2019 automatisch an die Inflation angepasst werden sollen.